Okay, fangen wir also mal an mit den Kernelementen des Solo-Modells. Bevor wir damit starten, möchte ich euch hier die erste Seite von diesem Artikel mal geben, weil sie einfach sehr gut illustriert, quasi, was das Mindset von den Personen war, die es geschrieben haben und warum das auch so berühmt geworden ist, dieses Modell. Also das startet quasi hier mit der Aussage: All theory depends on assumptions which are not quite true. That is what makes it theory. Okay. The art of successful theorizing is to make the inevitable simplifying assumptions in such a way that the final results are not very sensitive. A crucial assumption is one on which the conclusions do depend sensitively, and it is important that crucial assumptions be reasonably realistic. Das heißt, ihr seht hier zum Beispiel auch die Abgrenzung von sowas wie diesem Friedmannschen Instrumentalismus, wo man gesagt hat, die Annahmen sind völlig egal. Nee, also Solow sagt schon, so die zentralen Annahmen vom Modell, die müssen schon einigermaßen realistisch sein, wenn das Modell wirklich was aussagen soll. When the results of a theory seem to flow specifically from a special crucial assumption, then if the assumption is dubious, the results are suspect. Ja, also das heißt auch hier wieder klare Abgrenzung, es geht nicht nur um Vorhersage, sondern es geht wirklich darum, auch in guten Annahmen sozusagen zu starten. I wish to argue that something like this is true for the Harrod-Domar model of economic growth. The characteristic and powerful conclusion of the Harrod-Domar line of thought is that even for the long run, the economic system is at best balanced on a knife-edge equilibrium growth. Ja, also hier das grundlegende Problem: Es gibt ja kein stabiles Gleichgewicht in diesen Modellen, und das ist natürlich hochgradig problematisch in den Augen von Robert Solow. When the magnitudes of the key parameters, the savings ratio, the capital output ratio, the rate of increase of the labor force, to slip ever so slightly from that center, the consequence would be either growing unemployment or prolonged inflation. Ja, also hier, das sagt er, das sind Ergebnisse, die leicht aus diesem Harrod-Domar-Modell folgen, die aber offensichtlich nicht zu beobachten sind, weil aber dieses Modell so leicht quasi in diese Situation reinfällt, ist es in seinen Augen problematisch. In Harrod's terms, the critical question of balance boils down to a comparison between the natural rate of growth, which depends in the absence of technological change, on the increase of the labor force, and the warranted rate of growth, which depends on the saving and investment habits of households and firms. Ja, also das sind, dieser Teil hier, das sind jetzt relativ spezifische Sachen, die mit dem Harrod-Domar-Modell zu tun haben. Da gibt es unterschiedliche Wachstumsraten, die warranted rate of growth und die Natural Rate of Growth, wenn die fallen laut dem Modell nur zufällig zusammen oder nur in Ausnahmefällen zusammen, wenn die nicht zusammenfallen, dann ist das Ganze eben problematisch. Hier sind wir. But this fundamental opposition of warranted and natural rates turns out in the end to flow from the crucial assumption that production takes place under conditions of fixed proportion. Also wir haben jetzt hier eine crucial assumption, und die ist, dass production takes place under conditions of fixed proportions. There is no possibility of substituting labor for capital in production. Also das sagt er hier, das ist die crucial assumption, die diesem Problem im Harrod-Domar-Modell zugrunde liegt. If this assumption is abandoned, the knife-edge notion of unstable balance seems to go with it. Also das Problem hier. Also wir haben hier oben ein Problem. Dieses Problem folgt von dieser Annahme, und das ist eine crucial assumption, ja, von denen sozusagen die Ergebnisse des Modells deutlich abhängen. Und in Solows Augen ist diese Annahme der Fixed Proportions offensichtlich dubious, und dementsprechend ist das Modell auch problematisch. Man sollte es durch ein Modell mit in seinen Augen realistischeren Annahmen ersetzen, wo dann eben die Ergebnisse nicht von einer so kritischen Annahme abhängen, die eben problematisch ist. Ich habe das euch besonders deswegen mitgebracht, weil gerade jetzt Menschen wie wir, die häufig, sag ich mal, kritisch dem Mainstream gegenüber eingestellt sind, wir machen leicht den Fehler, dass wir alle Mainstreamer über einen Kamm scheren. Dass wir sagen, okay, ich meine, diese Modelle mit Nutzenmaximierung etc., die sind doch super unrealistisch, das ist alles Käse. Also wie kann man nur Modelle bauen, die offensichtlich von so unrealistischen Annahmen starten? Wie kann man nur Wissenschaft betreiben, wo eben der Realismus dieser Annahmen keine Rolle spielt? Und ich finde es hier
wird sehr deutlich, dass es da eine große Heterogenität gibt und es oft einfach unterschiedliche Vorstellungen davon sind, was als realistisch gilt, beziehungsweise wann etwas als realistisch gilt oder nicht. Denn Robert Solow hat jetzt hier quasi das Modell, was häufig jetzt sozusagen den Kern des Mainstreams ausmacht, was auch von vielen Nicht-Mainstreamern heftig kritisiert wird, hat er genau damit begründet, dass er das Gefühl hat, da etwas mit realistischeren Annahmen zu machen. Nicht etwas, was nicht nur bessere Vorhersagen trifft, sondern wirklich auch in Ablehnung von dem, was so jemand wie Milton Friedman sagt, mit realistischeren Annahmen. Und man kann ihm da jetzt zustimmen oder ablehnen, aber es ist für die Debatte mit solchen Mainstreamern extrem wichtig, dass man versteht, was der Ausgangspunkt ist. Und der Ausgangspunkt von jemandem wie Robert Solow ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als zum Beispiel der von jemandem wie Milton Friedman. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zurück zu diesen wissenschaftsphilosophischen Debatten am Anfang. Wenn wir über Modelle debattieren, dann ist es ein absoluter Key, sich immer mit den Nutzerinnen von Modellen auseinanderzusetzen und zu schauen, was wollen sie uns mit den Modellen sagen, warum verwenden sie die Modelle, die sie verwenden, welche Form von Validierung dieser Modelle ist ihnen wichtig, zum Beispiel wenn sie sagen, das Modell ist realistisch oder unrealistisch. Das ist absolut zentral. Entsprechend in Abgrenzung, jetzt eben von dem, was hier gerade beschrieben ist, können wir zusammenfassen, die Kernelemente vom Solow-Modell sind zum einen, ähnlich wie bei Herrick Marx, eine konstante Sparquote. Wir haben eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, was eines der neuesten Features sozusagen ist. Und wir haben hier die Annahme von Full Employment bzw. Vollbeschäftigung als Konsequenz der nutzenmaximierenden Wahl oder profitmaximierenden Wahl der Produktionstechnik. Also hier, das werden wir dann später sehen, grenzt sich diese Full Employment Assumption in diesem neoklassischen Modell hier ab von der Full Employment Assumption im klassischen Wachstumsmodell, wo die Begründung für die Vollbeschäftigung eben eine andere war. In dem Modell ist die Wahl von Produktionstechniken und die Substituierbarkeit von Arbeit und Kapital zentral. Wir haben ja bereits gelernt, dass in der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion Arbeit und Kapital immer komplett substituierbar sind. Das ist ein Extremfall. Von unserer Perspektive heute ist es ein absoluter Extremfall. Hier, damals, war quasi der andere Extremfall die Regel, dass man gesagt hat, es gibt kaum oder gar keine, sehr wenig Substituierbarkeit. Das heißt, von der Perspektive von damals war das jetzt was radikal Neues. Und es war in dem Sinne nicht radikal, dass man die perfekte Substituierbarkeit angenommen hat, sondern überhaupt mehr Substituierbarkeit. Das ist auch nochmal wichtig, um zu verstehen, was das eigentlich ausgemacht hat. In der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion steckt ja die Annahme drin, dass es unendlich viele Produktionstechniken gibt. Da haben wir da diese smoothe oder kontinuierliche Produktionsfunktion, wo jeder Punkt sozusagen zu einer Produktionstechnik ist. Und hier ist es ganz wichtig. Also Solow ist hier auch wieder bahnbrechend in dem Sinne, dass er diese Arbeit mit den Produktionsfunktionen sozusagen ja, da einer der absoluten Pioniere ist. Und das grenzt diesen neoklassischen Ansatz, der da teilweise begründet wird, ab von der Klassik. In der Klassik war es so, dass die Produktionstechniken hier, dass die Stück für Stück neu geschaffen werden. Ja, das ist technologischer Wandel. Es gibt am Anfang wenige Produktionstechniken und dann gibt es neue, bessere Produktionstechniken. Bei dieser Herangehensweise mit der Produktionsfunktion ist es so, dass wir a priori annehmen, dass es eigentlich unendlich viele Produktionstechniken gibt, an denen man dann wählen kann. Und technologischer Wandel ist eine Verschiebung der gesamten Produktionsfunktion, also quasi eine Veränderung von allen Produktionstechniken, die uns eigentlich zur Verfügung stehen. Das ist eine andere Art und Weise, über technologischen Wandel und den Wahl zwischen Produktionstechniken nachzudenken. Und das ist recht wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man die beiden Paradigmen dann später auch miteinander vergleicht. Okay, was genau für eine Produktionsfunktion hat Solow da angenommen? Wir haben schon einiges über die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion gelernt. Wir haben es hier mit einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit konstanten Skalenerträgen zu tun. Also die Originalfunktion, die sah ja so aus, dass wir hier die Produktionsfunktion mit den Inputs von Kapital und Arbeit haben. Und die bestand eben von Kapital und Arbeit, wobei wir eben diese Exponenten Alpha haben. Und das Zentrale war hier, dass wir Alpha und 1 minus Alpha haben. Das heißt, die beiden Exponenten der beiden Produktionsfunktionen ergeben zusammen 1. Und das ist zurückzuführen auf diese
Annahme der konstanten Skalenerträge bedeutet in der Praxis, wir verdoppeln die Inputfaktoren, wir bekommen auch doppelt so viel Output daraus. Ja, das ist eine sehr kritische Annahme, das haben wir auch schon gehört. Es liegt aber dem zugrunde und wir können quasi hier diese Standardproduktionsfunktion in die intensive Produktionsfunktion überführen, wo wir, ich füge hier vielleicht nochmal dieses A auch hier oben ein, also das Maß für die für den technologischen Standard in dem Moment, wo wir eben quasi durch die Anzahl der Arbeiterinnen teilen und das Ganze dann eben so sozusagen normiert haben. Also indem wir dann hier zu der bei der intensiven Produktionsfunktion haben wir eben hier K durch N und N durch N und K durch N. Dieser Teil hier war ja klein k und dieser kleine Teil ergibt 1. Und so kommen wir eben hier von diesem Ausdruck für die Standard-Cobb-Douglas-Produktionsfunktion hier zu der intensiven Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Zentrales Element hierbei ist, so wie Sodo sie auch verwendet hat, ist das abnehmende Grenzprodukt von Kapital. Das bedeutet, wir können hier die Kapitalintensität K immer weiter erhöhen, können damit auch Arbeit substituieren. Wir sehen aber hier auf der Y-Achse ist der Output angegeben. Je stärker sozusagen die Kapitalintensität wird, desto flacher wird hier die Kurve, sprich das marginale Produkt von Kapital nimmt ab. Und wir haben sozusagen ein abnehmendes Grenzprodukt von Kapital, das sich niederschlägt, wenn wir hier diese Funktion umformen und eben die Kapitalproduktivität Rho herleiten. Wo kommt es her? Rho ist definiert als x durch k und x durch k können wir herleiten, indem wir diesen Ausdruck einfach durch k dividieren. Und so können wir diesen Ausdruck hier herleiten, den wir später auch noch ein paar Mal verwenden können. Warum ist hier dieser Punkt markiert? Ja, also nur als Beispiel, um nochmal zu erinnern, dass jeder einzelne Punkt hier auf dieser Produktionsfunktion eine Produktionstechnik darstellt. Das Ganze hier ist smooth oder kontinuierlich sozusagen, weil wir davon ausgehen, dass es unendlich viele Produktionstechniken gibt und sozusagen auch jede kleine Veränderung von Löhnen oder Profite dazu führen kann, dass die Entrepreneure ihre Produktionstechnik genauso wählen, dass sie auch wirklich ihre Profite maximieren. Das hier ist recht wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil diese Produktionsfunktion, diese Cobb-Douglas-Produktionsfunktion eben eine der zentralen Innovationen im Solo-Wachstumsmodell war. Kommen wir jetzt zu den Haushalten, Sparverhalten der Bevölkerungsdynamik. Im Solo-Wachstumsmodell ist es so, dass die Bevölkerungsdynamik komplett exogen ist. Das heißt, wir haben Bevölkerungswachstum N, das exogen ist und das konstant ist. Was wir dann auch noch haben, ist auch eine relativ spezielle Annahme, nämlich, dass alle Haushalte einen konstanten Teil ihres Einkommens sparen. Das heißt, wir haben hier quasi die Gesamtersparnis zum Zeitpunkt T, ist einfach der Gesamtoutput sozusagen und davon Teil S. Also dieses kleine S ist die sogenannte Sparquote und das ist, was jeder Haushalt als Teil seines oder ihres Einkommens jede Zeitrunde macht. Und hier sehen wir jetzt gleich eine wichtige Unterscheidung zu den klassischen Wachstumsmodellen. Wir haben nämlich keine Unterscheidung zwischen den Kapitalistinnen und den Arbeiterinnen. In den klassischen Wachstumsmodellen war es ja so, nur die Arbeiterinnen sparen. Hier im Solo-Wachstumsmodell sind sowohl die Kapitalistinnen als auch die Arbeiterinnen. Wir haben auch gelernt, dass diese Annahme hier des konstanten konstanten Sparquote ein Sonderfall der vorher eingeführten Optimierungsherangehensweise ist, die wir eingeführt haben, wo die Kapitalistinnen intertemporal ihren Nutzen maximieren und dementsprechend sparen. Dadurch, dass wir das schon kennen, wird es leichter, wenn wir zu solchen Modellen wie dem Ramsey-Modell dann rübergehen, weil da dann eben all diese Sparentscheidungen auch quasi als intertemporal das Nutzenmaximierungsproblem dargestellt werden. Das kennen wir schon. Bei Solo war es eben so, dass es noch diese einfache Annahme der konstanten Sparquote ist. Wie in den klassischen Modellen ist es so, dass es nur ein Output-Gut ist, was gleichzeitig sozusagen keine Consumption-Gut als auch Kapitalgut ist. Es ergibt sich daraus sozusagen direkt, dass die Menge an Ersparnisse gleich den Investments sind
Und wenn wir uns anschauen, weil ja der Kapitalstock sozusagen eine Konsequenz des Investitionsverhaltens sind, können wir direkt daraus dann eben ableiten, dass eben der Kapitalstock im nächsten Zeitschritt minus dem aktuellen Kapitalstock, also hier sozusagen haben wir die Veränderung des Kapitalstocks von einem Zeitpunkt in den nächsten, das ergibt sich zum einen aus dem positiven Teil, also das, was der Investitionsanteil und das verwendet wird, um neuen Kapitalstock aufzubauen, minus eben dem, was am Kapitalstock kaputt geht, die Abnutzung, Delta, die wir auch schon aus den klassischen Wachstumsmodellen kennen, die auch hier endogen angenommen wird. Man kann das Ganze jetzt sozusagen insofern umformulieren, dass wir hier auf der linken Seite die Wachstumsrate des Kapitalstocks, also oder die Kapitalakkumulation haben und was wir hier einfach auf der rechten Seite gemacht haben, ist einfach, dass wir das Ganze durch K dividiert haben. Und hieraus ergibt sich dann eben diese fundamentale Gleichung für die Akkumulation von Kapital. Wenn wir für das Rho quasi den Teil aus unserer Produktionsfunktion, also aus der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, einsetzen. Die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion hat uns ja auch den Wert für Rho gegeben. Das war das, was wir vorher umgeformt haben. Wir hatten ja gezeigt, dass wir das Rho darstellen können als A, diesen Technologieparameter mal die Kapitalintensität hoch Alpha minus 1. Wenn wir das hier quasi dort für Rho einsetzen, dann kommen wir zu diesem Ausdruck, der uns eben nochmal deutlich macht, wie die Kapitalakkumulation mit der Kapitalintensität zusammenhängt. Wir haben dann nämlich hier diesen abflachenden Zusammenhang, der eben auch Teil dieser Annahme des abnehmenden marginalen Produkts des Kapitals ist. Im Solow-Modell, wenn wir uns jetzt hier genauer mit der Kapitalakkumulation auseinandersetzen wollen, ist zunächst mal festzustellen, dass das Solow-Modell ein Modell ist, was stets Vollbeschäftigung annimmt. In dem Sinne denken wir jetzt vielleicht, okay, das kennen wir ja schon. Wenn auch schon das Full-Employment-Modell im Kontext der klassischen Wachstumsmodell. Die Begründung für die Vollbeschäftigung hier beim Solow ist ein bisschen anders. Im klassischen Wachstumsmodell hatten wir diese Begründung über die Profite, ja, dass wenn die Löhne quasi zu hoch sind, die Profite sinken, dadurch dann der Kapitalstock angepasst wird, etc. etc. Bei Solow funktioniert die Begründung anders. Hier ist es nämlich die Technologiewahl der nutzenmaximierenden Entrepreneure. Es ist ja anders, es ist in der Klassik so, dass wir über die Produktionsfunktion schon annehmen, dass es quasi unendlich viele Produktionstechniken gibt. Das heißt, für jeden gegebenen Lohn können die Entrepreneure die Produktionstechnik nehmen, die Profite der Firmen maximiert und wenn der Lohn eben steigt, dann wählen sie Produktionstechniken, die kapitalintensiver sind. Dadurch sinkt, können quasi alle beschäftigt werden zu diesem Lohn, aber der Lohn wird angepasst. Also wenn der Lohn zu hoch ist, ja, dann nehmen sie kapitalintensivere Produktion, das heißt die Nachfrage nach Arbeit sinkt und der Lohn wird angepasst. Wenn der Lohn zu niedrig ist, dann werden die Entrepreneure Produktionstechniken nehmen, die arbeitsintensiver sind. Dadurch steigt die Nachfrage nach Arbeit und das Ganze pendelt sich sozusagen dann beim Gleichgewicht der Vollbeschäftigung ein. Das heißt, auch wenn wir quasi hier Full Employment annehmen, genauso wie in einem klassischen Modell, ist die Begründung, die dem Ganzen zugrunde liegt, sehr, sehr unterschiedlich. Wie im klassischen Modell können wir aber hier eine Gleichung für die Wachstumsrate von der Kapitalintensität herleiten. Also dieser Schritt, dass die Arbeit kapitalintensiver wird. Wachstum von der Kapitalintensität bekommen wir dadurch, dass wir uns hier die Definition von der Kapitalintensität angucken. Ja, Kapitalintensität, Menge an Kapital pro Arbeiter. Und man kann jetzt zeigen, dass quasi die Wachstumsrate hier von diesem Term ist, das ist gleich der
Differenz der Wachstumsrate von diesem Term und diesem Term ist. Ne? Bedeutet quasi, das ist eine Approximation, die Wachstumsrate hier von dem kleinen k ist ungefähr die Wachstumsrate von dem groß k minus die Wachstumsrate von dem n, und die Wachstumsrate von n, hat man ja gesagt, die ist gegeben mit klein n. Das ist eine allgemeine Approximation, also dass quasi die Wachstumsrate von einem Bruch ungefähr gleich der Wachstumsrate des Nenners minus der Wachstumsrate des Zählers ist. Kurze Herleitung habe ich wie bei dem Lagrange-Modell euch bereitgestellt. Im Moodle könnt ihr euch einfach runterladen und angucken. Hat jetzt hier keine großartige inhaltliche Interpretation. Ist aber insofern wichtig, weil, also ist quasi wichtig, um das Modell zu lösen. An dieser Stelle müssen wir uns jetzt diese Gleichung hier jetzt nochmal genauer angucken, und wir können uns ja vielleicht daran erinnern, dass wir hier für diesen Teil vorher eine schon eine Formel hergeleitet hatten, ne? aus der allgemeinen Produktionsfunktion. Wir hatten ja gesagt, dass dieses GK ist quasi die Sparquote, die ja konstant ist, multipliziert mit dem Rho, mit der Kapitalproduktivität, und davon abzuziehen der Abnutzungsparameter Delta. Ja? Wenn wir diese Gleichung sozusagen hier oben einsetzen, dann bekommen wir folgenden Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist extrem wichtig für das Solo-Modell, ist einer der zentralen Zusammenhänge. Und er enthält zentrale Infos über den Mechanismus der Kapitalakkumulation, wie er in dem Solo-Modell funktioniert. Wir können hier noch diesen Term davon von ableiten. Also hier, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben hier die Wachstumsrate für die Kapitalintensität mal die Kapitalintensität. Das ergibt ja dann die Veränderung in der Kapitalintensität. Und diese Veränderung der Kapitalintensität ist hier dieser Teil, den wir hier oben hatten, multipliziert mit dem K, und das K multipliziert eben noch mit diesem Teil hier. Das kann man noch weiter vereinfachen zu diesem Ausdruck, also indem man nämlich einfach diesen Teil sozusagen ausrechnet und umformt, dann kommt man zu dem Teil auf dieser Seite. Auch das habe ich Ihnen oder habe ich euch nochmal erläutert. Und hier diese beiden Gleichungen, die verraten uns extrem viel darüber, was quasi die Theorie der Kapitalakkumulation in dem Solo-Modell tatsächlich ist. Das beschreibt nämlich das Zusammenspiel zwischen der Kapitalakkumulation auf der einen, Bevölkerungswachstum auf der anderen, plus Annahme der Vollbeschäftigung. Das hier vielleicht nochmal ein bisschen genauerer Detail. Also wir haben hier diese Gleichung, und was ich gesagt habe, was hier total zentral ist, ist das Zusammenspiel zwischen auf der einen Seite Kapitalakkumulation und dem Bevölkerungswachstum, und zusätzlich immer diese Annahme der Vollbeschäftigung, die wir ja auch schon in der Klasse kennengelernt haben. Und jetzt können wir uns fragen, aufgrund von dieser Gleichung hier, wie in unterschiedlichen Situationen die Kapitalakkumulation stattfinden würde. Im ersten Fall haben wir diesen ersten Teil hier. Der hier ist größer als der zweite Teil. Ja? Das bedeutet, dass quasi mehr Kapital neu angeschafft wird, als Kapital neu gebraucht wird, dadurch, dass Bevölkerung steigt. Das bedeutet, insgesamt nimmt in diesem Fall die Kapitalausstattung pro Arbeiter zu, weil der Kapitalstock als solcher schneller wächst als die Anzahl der Arbeiter. Das wiederum geht einher mit einem höheren Lohn, weil ja quasi dann auch die Nachfrage nach Arbeit dann eben steigt. Und das führt dazu in dem Framework von dem Modell, dass dann die Entrepreneure aber kapitalintensivere Produktionstechniken
Wellen, ja. Und diese Bewegung hin zu immer kapitalintensiverer Produktion, das bezeichnet man als Capital Deepening. Ja? Und im Solowachstumsmodell ist es quasi außerhalb des Steady States, des Gleichgewichtes, wo wir dann später zu kommen, ist das, was eigentlich zu erwarten ist, dieses Capital Deepening. Ja? Dass man hin zu noch kapitalintensiverer Produktion geht und zu diesem Zeitpunkt dann auch tatsächlich Wachstum beobachten kann. Für den umgedrehten Fall, dass hier das Bevölkerungswachstum größer ist als quasi die Nettokapitalakkumulation, ist es so, dass die Kapitalintensität abnimmt, weil die Bevölkerung schneller wächst als der Kapitalstock, der Lohn entsprechend sinkt und was dann aber wiederum dazu führt, dass eben die Entrepreneure eine arbeitsintensivere Produktionstechnik tatsächlich wählen, weil ja quasi die Löhne sinken. Die andere Gleichung, die wir gerade gegeben haben, beschreibt diese Dynamik gleich, wie vorher auch. Nur, dass wir hier eben hier wieder diesen Teil vergleichen mit diesem Teil. Hier in dem Fall gehen wir davon aus, dass die Kapitalintensität steigt, weil eben die Investments größer sind als die Mittel, die für Abnutzungs- und Wachstumsausgleich nötig sind. Wir haben ja hier quasi die Abnutzung des Kapitals und das Wachstum der Bevölkerung. Das heißt, dafür muss sozusagen ausgeglichen werden. Und wenn das kleiner ist als das, was neu aufgebaut wird an Investitionen, dann steigt die Kapitalintensität. Umgedreht natürlich, wenn der Fall genau andersrum ist, dann sinkt die Kapitalintensität. Das heißt, diese beiden Gleichungen geben sozusagen einen Indiz dazu, wie sozusagen der Prozess der Kapitalakkumulation im Solowachstumsmodell tatsächlich abläuft.